Ziemlich cooler Pass, wie ich finde. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem immer noch erkälteten Thorsten. Irgendwie diese scheiß Erkältung, die werde ich irgendwie nicht so wirklich los. Aber ich meine, im Moment sind ja alle erkältet. Ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich kenne wirklich zurzeit viele, viele, die einfach so eine Erkältung mit sich rumtragen. Und aber ja, das hängt irgendwie immer noch ein bisschen fest. Ja, aber warum ist so ein cooler Pass? Der Juni-Pass, also es geht auf jeden Fall hart Richtung Jahresende voran. Wir sind jetzt schon im sechsten Monat des Jahres, also das Jahr geht wieder so fürchterlich schnell vorbei. Aber ich finde vor allen Dingen, wenn man so ein Game wie Clash of Clans zockt, dann hat man auch immer so ein bisschen so die Tage im Blick, weil natürlich eine Season da ist, ein Pass da ist. Jedes Wochenende haben wir jetzt die Überfälle und so weiter. Und es ist schon ganz schön viel, was hier so auf einen zurollt. Vor allem, wenn man mehr Accounte spielt. Und manchmal weiß man gar nicht, was man als erstes macht. Aber natürlich kauft man sich immer als erstes den Pass. Also ich mache das ja immer für zwei Accounts. Ich habe auch keine mehr, muss ich sagen. Das sieht man eigentlich, wenn man hier in die Konten reingeht, dass man irgendwo noch so ein, ja, irgendwie so ein Pass zu verschenken hat. Ich kann euch das mal zeigen. Ich bin schon in dem Store von Supercell. Dort sehe ich bald verfügbar auch für Heyday. Gibt es bald im Supercell Store etwas? Heyday ist wieder so ein bisschen in aller Munde, ne? Sollen wir das auch mal spielen? Womöglich live. Ich habe nämlich sogar ein Heyday-Dorf. Tatsächlich, aber ich habe es noch nie wirklich gespielt. Und ich glaube, Alex hat das mal für mich angespielt. Aber ich habe ein Heyday-Dorf, ist glaube ich sogar auch verknüpft mit meinem Konto. Aber ich will erstmal das Goldpass-Bundle kaufen. Das sind aber drei Stück. Drei Goldpässe, exklusive Heldenskins, magische Gegenstände, Vorteile, bla bla bla. Die Vorteile zum Sonderpreis von 11,99 Euro. Das machen wir mal mit. Wir unterstützen natürlich immer wieder einen Creator-Code. Bei mir ist das der Noobs. So, den nehme ich. Ist sogar ein Haken dran. Alles klar. Mein Spielekonto ist das. Ja, das will ich auch nicht wechseln. Lieferland Deutschland und ich zahle mit PayPal. Auf geht's. Geht wirklich rucki zucki hier. Und dann sieht man das auch. Man bekommt auch ingame dann eine Einblendung, dass man etwas erworben hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Jetzt zahlen und dann sind gleich drei Pässe meins. So, Kauf ist hier schon mal abgeschlossen und müsste hier jetzt eigentlich auch, entweder taucht es so auf oder aber ich bekomme hier so eine Benachrichtigung, weiß ich gar nicht, muss mal gerade gucken. Kann auch sein, dass ich einmal neu einloggen muss. Ah ne, da ist es, da ist es, na, da ist der Kauf. Ja, irgendwie so war mir auch und Kauf geliefert, okay. Der Goldpass kann im Season-Herausforderung-Menü für dein eigenes Konto genutzt werden oder über das Supercell-Menü. Okay, also dreimal Goldpass und eigentlich kaufe ich mir immer zweimal, wenn ich überhaupt keine mehr habe, denn dann habe ich insgesamt sechs und kann mindestens drei Monate mit zwei Accounts spielen. So mache ich das eigentlich immer, denn ich will natürlich jemandem noch einen Goldpass schenken und zwar muss ich jetzt mal gerade gucken, wo ich das denn eigentlich nochmal mache hier. Verbunden. Ah, unter Verbunden, genau. Unter Verbunden, da sehe ich auch, oh ne, ich habe fünf Pässe, habe ich doch. Ah, ich hätte doch noch Pässe. Okay, hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Ärgerlich, kann ich welche verschenken oder verlosen. Auf jeden Fall kann ich den Avatar einspenden. Und der Avatar muss das dann nur annehmen. Mehr ist es nicht, aber wir holen uns den erstmal. Goldpass holen, hier steht jetzt auch kein Preis mehr. Ihr habt das ja schon mal bei mir gesehen. Möchtest du den Goldpass? Jawohl. Und damit habe ich den erhalten. Und ja, warum ist er eigentlich cool, der Pass? Der Pass hat sich ein bisschen verändert. Hat es sich ja noch schon im letzten Monat. Und ich scroll hier immer wie so ein Irrer hin und her. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Muss man ja gar nicht machen. Muss man gar nicht machen. Man kann ja direkt hier oben auf die Liste gehen. Und da sieht man die Sachen, die man only im Goldpass bekommt oder überhaupt im Goldpass bekommt. Und überall, wo das Goldpasszeichen nicht drin ist. Das ist dann wohl Silberpass und ich muss sagen, 30.000 Dunkles mittlerweile auch im Silberpass finde ich sehr, sehr cool. 3 Millionen Gold, 3 Millionen Elex und jeweils 100.000
nicht 100.000, 1 Million. Bauarbeiter Gold und Bauarbeiter Elixier finde ich auch echt nice für den Free-to-Play-Spieler. 3.000 Stadtmarken oder 3.000 Stadtgold gibt es auch im Free-to-Play und im Pass gibt es nochmal 3.000 dieses Mal drauf, relativ am Ende habe ich gesehen. Und ja, okay, das ist so der Rest hier, den es eigentlich immer gibt. Es gibt meistens ja am Ende ein Heldenbuch und manchmal gibt es auch zwei, oder es gab auch schon mal zwei Heldenbücher, nämlich eins im Pass und eins im Silberpass, also unten in der Leiste. Aber der Rest kann sich eigentlich, finde ich, sehen lassen. Was ich hier im Moment vermisse, tatsächlich ist eine Supertrank, Supertropenpulle. Die ist hier leider dieses Mal nicht mit bei. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal dabei war. Die ist da nicht mit bei und ich weiß auch nicht, was 6 Mauerringe sollen. Denn man braucht für die höchste Mauer 7. Immer noch. Man braucht für die höchste Mauer immer noch 7. Deswegen weiß ich auch nie, was diese krummen Zahlen zu bedeuten haben. Ja, brauchst du 7 Stück. Und das ist genau das gleiche wie hier im Pass. Da oben gibt es 4. Warum gibt es 4? Naja, okay, das ist vielleicht für kleinere Spieler oder so. Aber dennoch, nicht vergessen, Leute, 2 Tage, 19 Stunden könnt ihr euch die Passsachen noch abholen. Ich wollte eigentlich das Ganze ein bisschen aufteilen. Wollte noch mal ein bisschen Gold und Silber und so weiter ausgeben. Meine Bauarbeiter sind alle gut beschäftigt hier. Ich muss auch ein bisschen Clan oder Stadtgold ausgeben. Wir sind echt weit. Und naja, ich meine, sagen wir mal so, wir kommen ganz gut voran. Und ich habe mit allen Accounts auf jeden Fall noch einiges auszugeben. Muss ich alles noch ein bisschen nachholen. Aber erstmal spenden wir. Wenn ich jetzt auf schnelle Spende gehe, habe ich immer gedacht, man wird darauf hingewiesen, dass man ja kein Goldpass hat. Aber man wird gar nicht darauf hingewiesen, ne? Man wird gar nicht darauf hingewiesen. Und deswegen mache ich jetzt erstmal normale Spende hier. 9. Jetzt habe ich mich schon wieder vertan, glaube ich. Oder? Ah, nee, doch, geht noch. Geht noch. Mal gerade gucken. 3, 6. So müssen wir es machen. Und einmal so. Ein Hund danach gebaut. Ich will mal ein bisschen Suilalo üben. Ist nichts, ich weiß. Aber immerhin, man kann es ja üben. So, jetzt muss ich natürlich... Ich nehme mal für mich Verstärkung hier. Was habe ich denn hier drin? Ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt, bin ich eigentlich echt so faul? Dass ich jetzt nicht doch, ich gehe gerade mal auf den Avatar, ich gehe mal hier eben hin, anfragen, warte mal, brauche ich die eigentlich, habe ich denn hier, ah ne, ich habe noch das, okay, das heißt also, ich muss ein paar Hocks haben, auch ein paar Hocks, nehmen wir die mal mit, und die brauche ich aber nicht in ganz groß, so, und wenn ich jetzt auf den Avatar gehe, dann seht ihr das auch mal. Dann kriegt er nämlich so eine Einblendung. Oh, Ra, du hast ein Passgeschenk bekommen. Oh, von Toto. Mit Logo. Den kann ich sogar ablehnen, okay. Aber ich nehme ihn natürlich an. Und dann haben wir den hier auch gleich geholt. Zack. Und dann, das ist eigentlich so mein monatliches Ritual. Aber auch hier wollen wir jetzt erstmal eben verspenden. Müsste eigentlich ein paar Hocks haben, oder? Ja, ich habe auch hier Hocks. Perfekt. So, damit das nicht nachrutscht. Mache ich das Ganze einmal so und kann hier einmal verspenden. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Dann habe ich nämlich die ersten Sachen schon gemacht. Bloß nicht mit Gems spenden. Bloß nicht. Bloß also zu Anfang jetzt nicht mit den Gems spenden, würde ich sagen. Und dann können wir hier. Machen wir das eben schon mal einen Kampf hier. Aber es gibt ja, man muss sowieso ja was im Pass spielen. Wir brauchen das Rathaus hier, okay. Also die Bauarbeitermeisterhütte hier. Zack, 4-mal. Das ist sehr cool. Und ich komme immer ganz gerne der Tonne hier entgegen. Ich nenne die ja immer Tonne. Der hat sogar nur Luftfallen hier für mich. Perfekt. Und der Tonne komme ich immer ganz gerne entgegen, weil gerade mit den Ballons und den Lakaien dahinter ist das eigentlich eine ziemlich sichere Kiste, zumindest für den einen Stern hier an der Meisterhütte. Ihr seht das, ich habe erst 27%. Das macht aber nichts. Ich musste nur A, eine Meisterhütte machen und B, nur einen Stern für einen Pass.
Und das haben wir jetzt erledigt. Da sind mir die Prozente auch egal. Und dementsprechend war es das hier jetzt eigentlich schon. Jetzt haben wir gespendet. Wir haben Pass gemacht. Und wo ist mein anderes Tagesteil? Ich suche mal das andere Teil. Es gibt immer zwei Sachen, die wachsen jeden Tag nach hier. Aber egal, wir haben hier im Pass jetzt schon mal zwei Sachen drin, beziehungsweise die 40. Damit haben wir schon mal die Eingame-Spende. Und so mache ich das ja eigentlich immer. Immer ganz easy peasy. Geht ja eigentlich auch relativ schnell, muss man sagen. Geht auch relativ schnell. Dasselbe machen wir hier oder das gleiche machen wir hier auch. Gehen wir hier mal rein. Und hier liegt die Meisterhütte etwas tiefer. Das ist ein bisschen dusselig, aber das sollten wir trotzdem mal gucken. Vielleicht kriegen wir es nicht hin. 1, 2, 3, 4. Wo können wir denn hier mal gehen? Ich würde sagen, wir gehen hier mit der Maschine mal lang. Dann kriegen wir hier, ich wollte gerade sagen, die Sternwarte. Sieht immer so ein bisschen aus wie eine Spinne. Wie so ein Spinnengesicht, das Labor. Oh, das wird eine knappe Kiste, weil jetzt gleich schon die Tonne kommt. Um mir da die ersten Luckys oder aber die ersten noch die Ballons runterholt. Okay, holt mir noch die Ballons runter. Jetzt geht es aber an die Meisterhütte und die fällt auch. Ja, perfekt. Ja, und sogar zwei Sterne hier. Also, coole Sache. Nachtdorf in jedem Fall wieder bespielen, weil man braucht das oder man kann natürlich das Gold und Elixier hier in die Clanstadt investieren, also ins Stadtgold. Und das mache ich dementsprechend dann eigentlich auch immer. Und auch hier haben wir unseren Pass drin. Perfekt. Aber wir können hier noch angreifen. Das machen wir auch. Dann haben wir nämlich den Tagespass schon weg. Denn wenn man den Tagespass spielt, jeden Tag, also wie viele Tage hat der nächste Monat? 30 Tage. Okay. Man muss den Kalender gar nicht mehr kennen. Spielt Clash of Clans und ihr wisst immer, wie viele Tage der Monat hat. Also 30 Tage. Und wenn du ja jeden Tag schon mal 30, also 20, 40, 60 Punkte machst, dann sind das schon 1800 Points, die du einfach so machst, ohne dass du überhaupt eine Herausforderung machst. Ja, und wenn man bedenkt, dass ja bei 2,6 hier Schluss ist, das heißt bei 1,8 nur frei gespielt, sind wir hier hinten bei fast 20% Forschungsschub. Und unten im Pass haben wir auch schon das meiste an Stadtgold mit drin, also noch nicht mal eine Herausforderung gespielt. Und man kann eigentlich nur mit diesen drei Sachen, kommt man eigentlich schon gut zurecht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das ist immer so ein bisschen so meine Vorgehensweise. Und allerdings habe ich nicht jeden Tag Lust, meine vielen Accounts mindestens einmal in den Pass zu bespielen, obwohl es ja wirklich schnell geht. Und wenn es auch noch so ein cooler Pass ist und Supercell uns die Pässe auch noch sehr, sehr attraktiv macht, dann lohnt sich das natürlich doppelt. Den nehmen wir mal mit, weil der ist gerusht hier. Der ist gerusht. Der hat den Ortler Door, okay. Und den Warden da hinten. Dann machen wir das jetzt mal ganz, ganz schnell. Zack, 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 zack. Ah, ist auch nur ein kleiner. Also ein kleiner Champion, ne? Aber hier müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Und eigentlich müssen wir das hier schnell mal wegmachen. Vielleicht läuft die Queen doch noch andere Richtung rum. Och nö, jetzt läuft sie da rum. Okay, naja. Ich hab hier aber den Weg ganz klar aufgemacht. Allerdings wollte sie das nicht. Mal sehen, ob sie es da tut. Komm. Für das eine gerusht Base ist, macht ihr aber ganz schön viel, ne? Jetzt geht sie doch da in die Mitte rein, okay. Die kann sich auch nicht entscheiden, die Trolle, aber. Meh. Mann. So, und da, der Mauerbrecher geht jetzt da in die Mauer rein, okay. Wir nehmen das Ding in hier, würde ich sagen. Nehmen einmal hier unseren King. Denn der soll in jedem Fall den Inferno hier schaffen. Dann nehmen wir die einmal hier. Der steht nach unten, perfekt. So, können wir erstmal laufen lassen, so ein bisschen. Hier kann es auch noch los und weiter gehen. Und die gehen sicherlich nach da, dann können wir hier... Ich meine, okay, das hätte jetzt auch der King gemacht. Ich weiß, Leute. Zweimal den dahinter,
den Champ damit rein. Und was ist das hier? Ah, das sind. Achso, ich habe ein paar Ballons noch da in der Mitte. Alles klar. Dann nehmen wir hier mal die Ability. Haben noch 3 Zauber, alter Falter. Aber okay, das Dorf ist natürlich auch gnadenlos überrascht. Keine Clanburg. Und oh, für mich jetzt so natürlich ganz, ganz, ganz nett mitzunehmen hier, dass der Akku, kriegen wir noch einen Scattershot, dass ich hier auch den ersten Sieg einfahre, also in den Pass hinein und auch in, ja, mal sehen, vielleicht sogar in ein Spiel im Pass, müssen wir mal gucken. Da gucke ich manchmal gar nicht nach, was ich da eigentlich machen muss. Aber ich denke mal, der war ganz in Ordnung. Und da steht noch eine 1, okay. Ah ja, und, alles klar. Wutzauber spielen, Meisterhütte, das sind hier Spenden, das sind Truppen entsenden, 2.500. Das ist ein Rathaus machen. Eigentlich ist letztendlich, muss man fast sagen, ein Tag. Ein Tag und du hast erstmal 6 Tage Ruhe hier, beziehungsweise das kannst du natürlich nicht in einem Tag machen. Jetzt fängt auch die Liga an, aber wir sind schon mal hier Richtung Ausbildungsschub, Forschungsschub und so weiter und können uns da sicherlich wieder nett bedienen. Ja, wie gesagt, Clanstadt, das mache ich jetzt ein bisschen abseits von euch. Ich weiß nicht, wenn ihr natürlich Clanstadt bei mir mal wieder ein bisschen sehen wollt, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare, dann mache ich das vielleicht mal. Aber es war jetzt erstmal ein bisschen über, weil alle haben irgendwo nur noch Clanstadt gemacht und auch auf meinem Kanal hätte ich da gerne was gezeigt, aber nachdem es von vielen oder von einigen Seiten auch hieß, Mensch, überall siehst du nur Clanstadt, was ist aus Clash of Clans geworden, das gibt es ja auch noch, natürlich gibt es das auch noch. So ein ganz normaler Tag wie jetzt, aber cooler Pass und deswegen habe ich den Titel auch einfach mal so genannt, mir fiel es halt auf, dass er sich so ein kleines bisschen verändert und schon ganz schön attraktiv gemacht wurde. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, auf dem Kanal dranbleiben. Bis dahin, Leute, einen schönen Wochenstart. Nee, stimmt gar nicht, Wochenstart, wir haben ja schon Mittwoch. Stimmt gar nicht, wir haben ja schon Mittwoch. Und dann würde ich sagen, geht's ja hart dem Wochenende zu. Bis dahin, euer Toto. Clasht.